Hallo und herzlich willkommen zu Russland direkt und dieser Sonderausgabe aus Hamburg. Heute treffe ich mich mit Alexander Semjonow, dem Vorstandsvorsitzenden von Ruspublika. Ruspublika ist eine ehrenamtliche Initiative von Menschen russischer Herkunft, die sich zum Ziel gesetzt haben, antirussische Vorurteile abzubauen und den Russenhass zu bekämpfen. Ihre Werkzeuge sind dabei die Wissensvermittlung, Aufklärung und das Füllen von Informationslücken. Ruspublika sieht sich als Vermittler zwischen deutsch- und russischsprachigen Menschen und will damit ein offenes und freundliches Verhältnis zwischen den Ländern und Nationen schaffen. Als freie Bürgerinitiative fühlt sich Ruspublika keiner Partei oder politischen Strömung angehörig, weder in Deutschland noch in Russland. Ihr Ziel ist es, eine Art Expertengruppe in Bezug auf Russland darzustellen. Als russischsprachige Bürger, die in Deutschland leben, beziehen Sie Ihre Informationen sowohl aus den deutschen, russischen als auch ukrainischen Medien und versuchen die Wahrheit zwischen den verschiedenen Berichterstattungen zu finden. Offiziell gegründet wurde Ruspublika vor 3 Monaten und das als Protest gegen die Geschehnisse in der Ukraine. Momentan hat der Verein 20 Mitglieder, die hauptsächlich aus den Republiken der ehemaligen UdSSR stammen. In seiner kurzen Bestehensdauer hat Ruspublika schon mehrere Kundgebungen, Spendensammelaktionen und Ausstellungen organisiert. Obwohl der organisatorische Teil russischstämmig ist, sind viele der Teilnehmer der Veranstaltung auch Deutsche. Die Herangehensweise des Vereins, Deutsche und Russen näher aneinander heranzubringen, beschreibt Alexander als rational und emotional. Rational, weil Ruspublika Wissenslücken zu schließen versucht. Und emotional, weil der Verein Events organisiert, bei denen die russische Kultur allen Interessierten näher gebracht wird. Alexander sagt, es sei nötig, weil Russland in den westlichen Medien nur sehr einseitig dargestellt wird. Ich frage ihn, woran das wohl liegt. Wir haben Befürchtung, dass daran ein gewisses Interesse besteht an der Verschlechterung der Beziehungen zwischen Russland und Europa. Diese Frage untersuchen wir, die stellen wir uns auch ständig, die besorgt uns. Die besorgt auch Europa, die besorgt auch Russland, besorgt auch die Welt. Und wie sehen Sie Ihre Chancen, gegen diese Meinung anzukommen als Verein? Unsere Chancen, unsere Mission sehen wir gerade daran, an der Expertise bilden. Wir durch unsere Erfahrung, sowohl in Deutschland und Europa, als auch in der ehemaligen Sowjetunion, in verschiedenen Regionen lebend, wir wollen Experten werden, in was das Leben dort und hier betrifft und wollen mehr ausgewogene Sicht bilden und präsentieren, damit die deutsche Gesellschaft auch selbst nicht so das Gefühl hat, dass dort nur einseitig so eine Verschlechterung interessiert berichtet wird. Wie man sieht, vertritt Ruspublika eine friedliche und überzeugte Mission. Und wie Alexander gesagt hat, uns würde es bestimmt allen mal gut tun, die Dinge, besonders in Bezug auf Russland und die Ukraine, mal von beiden Seiten zu beleuchten. Mit mir geht es nächste Woche auch weiter aus der Hansestadt. Da gucke ich mir die russische Szene nämlich etwas genauer an. Ich freue mich drauf. Bis dann.